Hallo und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind jetzt hier noch in Ratai, müssen jetzt nach Merhoyet reisen und das können wir eigentlich. Ne, müssen wir das überhaupt? Eigentlich müssen wir nach Sarsor reisen. Das können wir auch direkt machen. Sprich mit Ulrich. Der läuft, glaube ich, von oben. Na, das geht eigentlich. Dann machen wir das als erstes. Gucken wir mal, dann sollten wir ja tagsüber ankommen. Das passt dann ganz gut. Musik ist wieder weg. Na, 7 Uhr. Da ist wieder das Luftschnappen angebracht. Hier diese Ladezeit, die hätten sie eigentlich dann auch in das Reisen direkt mit einbauen können. Das ist eigentlich unnütz. Jetzt laufen wir da jetzt erstmal wieder zurück quasi. Was? Händler? Neuer Kodex-Eintrag? Weiß nicht. Burger. Der ist wahrscheinlich dann oben in einem Freskenmaler? Kann ich mich aber jetzt nicht dran erinnern. Ehrenwerte Grüße. Wie kann ich dienen? Weißt du, wie man hier an Quecksilber kommt? Mein Freund, kannst du als Händler mir sagen, wo ich Quecksilber bekomme? Tja, ich war selbst bereits mehrmals dort und kam mit leeren Händen zurück. Dreimal haben sie mich abgewimmelt. Von wem genau sprechen wir hier? Wer hält deine Ware zurück? Der Klostermeier, oder besser gesagt sein Gehilfe. Was hat der Klostermeier dir denn gesagt? Nichts. Er kümmert sich nicht um solche Lappalien, sondern überlässt sie seinem Gehilfen. Patziger Widerling. Das Quecksilber hat sich wohl kaum in Luft aufgelöst. Wo könnte es sein? Wenn ich das wüsste. Jedes Mal, wenn ich um rote Farbe bitte, sagen sie, es gebe kein Quecksilber, um sie zu mischen. Einmal behaupteten sie, die Ware kam nie an. Ein anderes Mal, dass der Wagen überfallen wurde. Und zuletzt ging es irgendwie verloren. Und du denkst, sie lügen? Jesus, was weiß ich. Aber es kommt mir komisch vor. Ich meine, wie kann es dreimal hintereinander kein Quecksilber geben? So viel Pech auf einmal hat keiner. Wozu benötigst du Quecksilber? Sie brauchen es, nicht ich. Sie mischen damit rote Farbe für mich an. Ich male in der Uschitzer Kirche. Kannst du dir vorstellen, wie trostlos das ohne Rot aussieht? Nicht wirklich. Sei froh. Meine Augen schmerzen allein bei dem Gedanken daran. Danke. Danke, das wäre fürs Erste alles. Warte, möchtest du nicht etwas kaufen, bevor du gehst? Oder würfeln? Ich brauche dringend Geld. Ich warte schon eine Ewigkeit hier und der Aufenthalt wird langsam teuer. Warum nicht? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Das Leben im Wirtshaus. Ich glaube, die habe ich schon. Aber eine andere. Kaufen wir. Schatzkarte haben wir anscheinend auch noch nicht. Aha.
Na gut, das ist auch eigentlich wurscht. Ich habe natürlich noch Kram auf dem Pferd zum Verkaufen, aber ja, passt schon. Das ist meine Hütte. Setzen. Wenn wir mal gerade hier diese Karte anschauen. Das hat ja jetzt nicht so gut funktioniert. Lesen. Ah ja. Monastery. Okay, das haben sie doch nicht übersetzt. Karten. Schatzkarte 3. Sasau. Ich schätze, dass ich da aber schon war. Okay. Das dürfte dann genau hier sein. Ulrich. Also, was hat Meister Pfeiffer gesagt? Ich fragte ihn um Rat und weiß nun, wo wir anfangen sollten. Erzähl mir mehr. Meister Pfeiffer zufolge benötigten sie Kupferbleche für den Münzkern und Quecksilber für das Alma... das andere eben. Aha, das Kloster verfügt über diese Materialien. Genau, deshalb bin ich an den örtlichen Schmieden interessiert. Ja, das klingt plausibel. Erst gestern erfuhr ich, dass die Leute im Kloster klagen, die ganze Nacht nicht schlafen zu können, weil der Schmied bis Sonnenaufgang durcharbeitet. Verstehe. Es lohnt sich gewiss nachzufragen. Sonst noch etwas? Du sagst, sie verwenden Quecksilber. Hier gastiert ein Maler, der die Kirche in Urschitze dekoriert. Er beschwerte sich, weil er im Kloster neues Quecksilber holen wollte, es dort aber keines mehr gab. Bestimmt lohnt es sich, dem nachzugehen. Danke. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Das heißt, ich musste jetzt mit den Schmieden reden. Gur. Dafür sind wir aber jetzt wahrscheinlich noch etwas früh dran. Was war das? Na, wir haben 8. Dann können wir mal. Haben wir hier irgendwo. Ah, da ist er schon. Hallo? Willkommen, Heinrich. Das ist die Ladenwache. Ist etwas passiert? Ja, hier geht auch schon wieder. Was zur Hölle war das? Das ist der Schmied. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Nö. Wobei, das waren jetzt auch nicht seine normalen Dialogoptionen. Der hat noch nicht geöffnet, deshalb redet er noch nicht vernünftig mit mir. Dann lesen wir hier erstmal unser neu gekauftes Buch. Mmh.
Oh, da habe ich jetzt 2 Stunden genommen, das wollte ich eigentlich nicht. Naja, wurscht. Du. So, jetzt magst du aber reden, oder? Nee. Und du? Mikesh? Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Arbeitest du hier mit Kupfer? Nein. Könnte ich auch nicht, selbst wenn ich wollte. Zach aus dem Kloster hat das ganze Kupfer aufgekauft. Was kannst du mir über die Schmiede in Sasau sagen? Gibt zu viele von uns für so ein Städtchen. Da ist zum Beispiel Zach, der eine Schmiede im Hof vom Kloster hat. Er macht hauptsächlich Sachen für den Kirchenbau. Und dann gibt's noch den Meisterschmied Otto von Rabstein. Erzähl mir von Zach. Hat nicht viel für den übrig. Sein Handwerk versteht er, keine Frage. Aber er glaubt wohl, sein Sohn Vitus wird eines Tages mal Meisterschmied in Prag. Mein Vater war Schmied und ich schätze, er hatte dieselbe Hoffnung. So sind Väter eben, nicht wahr? Sicher. Wer wäre denn nicht stolz auf seinen Jungen? Aber Zach übertreibt. Jedenfalls legt er sich deshalb mit Meister Otto in den Haaren. Kannst du mir etwas über Meister Otto erzählen? Nun ja. Der ist ein Meister, zu dem man aufsehen kann. Hat für die Herren von Kuhnstadt und die reichsten Bürger in Prag gearbeitet. Verzeih mir die Frage, aber was tut er dann hier? Das fragen sich alle Leute mit einer Birne. Er genießt die Ruhe und den Frieden. Oder besser genoss. Die Zankerei mit Zach hat ihm sicher ein paar graue Haare mehr beschert. Worüber streiten sich Zach und Meister Otto? Zach ließ seinen Sohn Vitus in Kuttenberg zum Waffenschmied ausbilden und wollte Ottos Schmiede für ihn kaufen. Aber Otto ist ein stolzer Mann. Würde das aussehen? Der Meisterschmied weicht einem gerne groß, der noch halb am Rockzipfel seiner Mutter hängt. Die zanken sich ewig deswegen. Naja, hauptsächlich Zach. Schwärzt Otto bei jeder Gelegenheit an und behauptet, dass Otto nur für Alteisen taugt und der Jungspund ihn verdrängen wird. Mhm. Das wäre alles. Danke. Ja, dann müssen wir wohl zum Kloster. Wobei ich da jetzt aber auch nicht wüsste, wo ich die finde. Naja, gut. Wächter. Klostermeier. Ehrenwerte Grüße. Wie kann ich dienen? Quecksilber. Ich bin auf der Suche nach Quecksilber. Hast du welches? Sprich mit meinem Gehilfen. Er kümmert sich um solche Dinge. Gut, hab Dank. Ich weiß, wer es war. Es war der junge Smola. Was? Smola ist für all die Diebstähle und Mordversuche verantwortlich. Er wollte mich und Leszek töten und weiß Gott wen sonst. Jesus Christus, wo ist er jetzt? Er ist tot. Ich musste mich verteidigen. Meinst du, die Sache ist damit erledigt?
Sieht ganz so aus. Falls er Handlanger hatte, werden die sich jetzt ganz bestimmt zurückhalten. Ich bin froh, das zu hören. Nach all den schrecklichen Ereignissen werden wir Teile des Klosters neu einsegnen müssen. Neu einsegnen. Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Habt ihr Quecksilber auf Lager? Wer fragt denn? Ich frage. Niemand, nur ich. Dann habe ich keines. Das klingt beinahe, als ob du mir keines verkaufen wolltest. Es ist nicht so, dass ich nicht will. Ich kann wohl nicht. Mhm. Ach nein, ausgerechnet hier im Sasauer Kloster? Das kommt mir seltsam vor. Ich habe den Eindruck, als füllst du gern deine eigenen Taschen. Was wollen die Leute davon halten? Es ist nicht... Ich... Ach, Scheiße. Spuck's schon aus. Sie kamen mittags zu mir, geradewegs in die Kammer. Der Meier drehte irgendwo seine Runden. Irgendein Ritter, ohne Wappen, aber bewaffnet, nannte sich Herr Jeschek und hatte einen Knecht namens Rapota bei sich. Einen schmuddeligen Knilch mit gelbem Umhang, ständig am Pfeifen. Sie sagten, sie wollen das ganze Quecksilber, das wir fürs Kloster bestellen. Natürlich lehnte ich zuerst ab. Und dann was? Drohten sie dir? Zunächst nicht. Sie wollten mich nur bestechen. Aber als ich ablehnte, kamen die Drohungen. Mhm. Wie läuft die Übergabe ab? Ich bringe es auf den Hügel hinterm Kloster. Dort steht ein hoher Baum, darunter eine kleine Kapelle. Manchmal wartet Rapota dort. Wenn nicht, lasse ich es einfach dort zurück. Womit drohten sie dir? Sie sagten, sie kennen Leute im Kloster, dass sie mich rauswerfen lassen oder des Diebstahls bezichtigen würden. Hast du denn gestohlen? Vorher, meine ich. Kannst es dir ja denken. Ich arbeite mich krumm und das für einen Hungerlohn. Also wussten sie davon? Ja, sie kannten meinen Namen, alles. Nun gut, hab Dank. Okay, was wurde jetzt da in als Quest angegeben? Sprich mit Meister Feyer. Ich hätte aber jetzt noch gerne mit dem Schmied geredet. Wo auch immer der sein soll. Was ist denn? Kann aber sein, dass der dann hier irgendwo drin ist, wo ich gar nicht hinkomme. Hey, was in drei Teufelsnamen glaubst du, was du da machst? Wenn du dich nicht verpisst, gibt's Ärger! Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Sehr seltsam. Wer war das hier? Pförtner. Reden wir auch mal mit dem. Nö. Johanka, die ist wieder zurück. Gott sei mit dir, Heinrich. Oder sind die an zwei Stellen aktiv? Hast mich gerettet. Hast mir wahrhaftig den Arsch gerettet. Bei Gott, ich danke dir. Das war doch nichts. Hast mehr geholfen als die anderen hier. Mir tut's bloß leid, dass ich kein Silber hab, um's dir zu vergelten. Aber ich verrat dir was. Wie solche wie ich Tag ein, Tag aus so hart schuften können. Oha, Vitalität gestiegen. Na gut.
Naja, also zu den Schmieden kommen wir wahrscheinlich nicht. Und ich nehme mal dann auch an, dass es gar nicht so gedacht ist, dass er mit denen redet. Weil die Quests, die sagen da ja schon nichts mehr aus. Jetzt sollen wir wieder mit Feja reden. Ach, der soll hier auch eingetroffen sein. Mhm. Ich werde hier aber mal gerade gucken, ob ich diesen Schatz heben kann. Oder ob ich den nicht sowieso schon gehoben habe. Das ist ja fast nebenan. Laufen wir hier runter. Da ist gerade jemand tot umgefallen. Meinetwegen. Dann sagt die Karte quasi weiterlaufen bis zu einer Hütte. Ich sollte umkehren, ehe Herr Ratz, ich glaube, ich wäre weggelaufen. Okay, hier scheint es dann aber nicht zu sein. Okay, weiter im Süden. Also eher, ja, wird das hier sein. Und ich komme ja auch noch an einem anderen Point of Interest vorbei. Dann habe ich das wahrscheinlich schon geholt. Was war das hier? Da ist die Hütte. Da ist eine Kiste. Sehr schwer. Dieses Schloss ist zu kompliziert. Pui westlich von Lager. Gut, ja. Dann da rein kommt man nicht. Gibt's hier überhaupt eine Tür? Ah ja, hier.
Ja, dann kann ich wohl wieder weiter die Quest verfolgen. Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob ich da schon drin war. Da kann ich auch nochmal hinreiten. Ja, da war das, wo man von unten in das Haus reingekommen ist. Wahrscheinlich schon. Weiß aber auch nicht mehr, wo hier der Eingang zur Höhle war. Ah, hier. Ja gut, aber dann hatte ich das schon. Mhm. Dann werde ich mal dahin quick traveln. Uhr. Bürger, jetzt kommt nochmal ein Ladebildschirm, oder? Ja. Grüß dich, Heinrich. Wie geht es dir, Heinrich? Mit dem müssen wir nicht reden. Schreiber. Pfeffer. Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Fälscher. Du siehst anders aus, Meister. Ich will nicht auffallen, damit nicht jeder weiß, dass ich hier bin. Wieso? Um die Schurken nicht aufzuschrecken. Gerüchte verbreiten sich schnell. Und wenn sie erfahren, was wir vorhaben, fliehen sie. Das klingt einleuchtend. Also, was konntest du herausfinden? Ich weiß, woher das Quecksilber stammt. Du hattest recht, es kommt aus dem Kloster. Nun, das war die einzig logische Erklärung. Sie übergeben es auf dem Hügel hinterm Kloster. Hast du dich dort schon umgesehen? Noch nicht. Es könnte sich auszahlen. Schon dabei. Und weißt du, wer dahinter steckt? Ein Kerl namens Rapota. Nicht viel, aber ein Anfang. Das ist kein gängiger Name. Hör zu, Heinrich. Ich habe auf dem Weg hierher nachgedacht. Die Fälscher benötigen auch ein Stanzwerkzeug, um die Münzen herzustellen. Ja, natürlich. Das ist etwas Besonderes. Ich kenne da einen Mann, der auf dem Klostergelände arbeitet. Mastergraveur Jerome von Schlesien. Glaubst du etwa, dass er... Nein, nein, Gott bewahre. Ich kenne ihn gut, so etwas würde er nie tun. Aber er leitet eine Gravurwerkstatt, also hat er vielleicht etwas darüber gehört. Also gut, ich frage ihn.
aber sei taktvoll. Ich möchte ihn nicht beleidigen. Und ich zöge es vor, wenn du mich nicht erwähnst. Ich werde mir Mühe geben. Das ist alles. Ja, mit dem hatten wir ja vorher schon geredet. Jetzt müssen wir den nochmal anquatschen. Und wieder nach oben. Essen müssen wir auch, aber da sollten wir ja noch was haben. Dörrfleisch. Essen. Pilze. Innereien. Nee, Trockenobst. Passt. Ach, das ist ein anderer Typ. Das ist der Typ, der die Edelsteine geschliffen hatte. Gott schütze dich, Heinrich. Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Was macht die Arbeit, Meister? Ich komme schon zurecht. Benötigst du etwas, mein Junge? Was wird hier eigentlich hergestellt? Du bist in einer Gravurwerkstatt, mein Junge. Wir gravieren, also. Ja, aber was? Und wozu wird es verwendet? Ach, wir gravieren Holz, Stein und auch Metall. Hier im Kloster geht es hauptsächlich um Ausschmückung. Deine Werkstatt ist recht groß, Meister. Gewiss arbeitest du nicht allein. Gewöhnlich ist mein Lehrling Florian bei mir. Wie dir aber sicher aufgefallen ist, ist das im Moment nicht der Fall und ich bin allein. Ich bin also entweder ein Lügner oder etwas Ungewöhnliches hat sich ereignet. Verstehe, glaube ich. Was ist denn mit Florian? Er teilt das Schicksal der Pharaonen, denn heute befiel ihn die fünfte Plage Ägyptens, die Pest. Zumindest steht es so in seiner Nachricht. Herr im Himmel, die Pest? Beruhige dich. Ich denke, dass die Seuche, an der Florian leidet, eher durch übermäßigen Alkoholgenuss verursacht wurde, als von göttlicher Gewalt. Wenngleich so ein Kater durchaus biblische Ausmaße annehmen kann. Was ist dein Lehrling Florian für einer? Ich fürchte, seine aufkochende Jugend fordert ihren Tribut. Er verhält sich in letzter Zeit seltsam, zeigt Anzeichen wahnhafter Verfolgung. Ich verstehe nicht, was du damit meinst. Kürzlich erzählte er mir, dass ihn jemand verfolgt. Und einen Tag später besorgte er sich beim Schmied ein Schloss und verriegelte seine Truhe. Als ob ich jemals darin herumschnüffeln würde. Wie dem auch sei, was kümmert es dich? Suchst du nach ihm? So etwas in der Art. Darf ich fragen, wieso? Er schuldet mir Geld. Ich habe eine Nachricht für ihn. Ach ja? Wer interessiert sich denn für diesen Nichtsnutz? Abgesehen natürlich von seinem rasenden und schwer enttäuschten Meister. Wegen deiner Frage. Du findest ihn in seinem Quartier, zweifellos auf dem Sterbebett. Er schläft im Keller des Bäckers. Ah, hab Dank. Hat Florian vielleicht Feinde? Ein junger Bursche wie er hat bestimmt Schulden in jeder Ecke. Und die Eltern der Mädchen sind gewiss nicht erfreut über sein fortwährendes Bestreben, sich zu vermehren. Jedenfalls war vor kurzem diese Furie aus dem Badehaus hier und sie war fuchsteufelswild. Eine Frau aus dem Badehaus? Was wollte sie? Diese Harpie riss ihm fast alle Haare aus. Ich muss zugeben, dass mir mein nichtsnutziger Lehrling fast leid tat, auch wenn es nicht oft vorkommt. Weißt du, weshalb sie so wütend war? Sie brüllte irgendwas von so einer flatterhaften Zauberdirne namens Esther. Ich würde sagen, bei Florian haben wohl die Lustglocken geläutet. Dabei sollte man annehmen, dass sie das im Badehaus eigentlich gewohnt sein müssten. Ab Dank. Kannst ungestört weiterarbeiten. Okay, dann gehen wir mal erst zu dem
Wo geht's überhaupt runter? Komm nicht mehr raus! Da. Willkommen, Heinrich. Zum Waschdingens da. Und ich vermute mal, dass der Bäcker auch da unten ist. So, schauen wir mal, ob wir Esther finden. Wie ich höre, zankst du dich mit Lehrling Florian. Zanken? Ich zank gleich mit dir. In dem Scheißkerl haben die meine Esther. Armes Ding. Was wohl aus ihr werden wird? Was genau ist passiert? Da kam ein Mann, der wollte ein Bad und Esther dazu. Sowas macht sie sonst nicht. Aber ich habe mir nichts gedacht und sie zu ihm geschickt. Und auf einmal höre ich Schreie. Also renne ich hin und sehe noch, wie der Lump sie aus dem Zelt zerrt und in ein Boot pfercht. Tut mir leid, dass sie verschleppt wurde. Aber was hat das mit Florian zu tun? Der hat mir zugebrüllt, ich soll ihm sagen, dass er sie wiederkriegt, wenn er dazulernt. Ich schätze, Florian kennt also diese Esther. Du weißt ja, Dorfmäuschen. Haben nicht groß eine Wahl. Jedes zweite Mannsbild hat nichts in der Birne und wenn doch, dann sind sie verwandt. Und dann kommt so ein protziger Gag daher, der Gedichtchen schreibt. Was soll das arme Ding denn machen? Und enden tut es so. Hätte bei den Hohlbirnen bleiben sollen. Wo finde ich Florian? Ich würde ihm gerne ein paar Fragen stellen. Er arbeitet beim Gravierer im Handwerkerhof vom Kloster. Und wenn er nicht dort ist, dann verkriecht er sich im Keller vom Bäcker, wie die Ratte, die er ist. Hat Schiss vor mir, ganz sicher. Was hält der Vogt davon? Fang gar nicht erst mit dem an. Der ist auch so ein... Das sage ich lieber nicht. Hab ihm alles erzählt, aber er sagt, er wird nichts tun. Wieso das? Ins Gesicht sagen tut er es mir natürlich nicht, aber die Leute hier halten nicht viel von uns. Ein paar sagen, Esther hätt's verdient. Armes Ding. Klingt, als stündet ihr euch nahe. Hab sie geliebt wie eine Tochter. Ist als Waise zu mir gekommen. War wie ein Wolfsjunges. Hab sie großgezogen und ihr Arbeit verschafft. Und jetzt ist er weg. Wer weiß, ob sie noch lebt. Okay. Dann werden wir mal... Wir könnten mit dem Vogt reden. Jemand hat Florias Mädchen Esther entführt. Entweder hat jemand eine Rechnung mit ihm offen oder es ist ein Fall von Erpressung. Natürlich ist es gut möglich, dass er dennoch etwas mit den Fälschern zu tun hat. Wir sollen jetzt... Sprich mit Florian. Na gut, das ist natürlich wahrscheinlich das Naheliegendste. Okay, sind im Haus daneben. Nicht auch so drauf kommen können. Da ist auch das Bäcker-Schild. Fast umgebracht. Glück und Gesundheit, Heinrich. Nö.
Ah ja. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Für einen Kranken wirkst du recht aufgeweckt. Was? Wer zum Henker bist du? Ich heiße Heinrich und stelle für Herrn Ratzig Kobilla Nachforschungen an. Und was willst du von mir? Ich rede nicht um den heißen Brei herum. Ich bin hinter Münzfälschern her und die Spur führte mich zu dir. Läutet der Name Rapota irgendwelche Glocken? Weiß nicht. Vielleicht. Ich weiß, du kennst ihn. Du stellst das Stanzwerkzeug für die Fälscher her, nicht wahr? Wie übergibst du es? Und wo befindet sich ihre Werkstatt? Ich kann nichts sagen. Ich werde alles abstreiten. Und du hast keine Beweise, nur Anschuldigungen. Der Scharfrichter wird sich um dich kümmern, wegen dieses Mädchens. Es hat mit diesem Mädchen zu tun, nicht wahr? Woher weißt du das? Das spielt keine Rolle. Nein, vermutlich nicht. Ich wollte nicht mitmachen, ich schwör's. Diese Bastarde haben Esther entführt. Wenn ich nicht mitmache, töten sie sie. Wer ist Esther? Mein Mädchen natürlich. Dieser Abschaum hat sie aus dem Badehaus entführt. Das rechtfertigt deine Taten nicht im geringsten. Mir egal. Es geht nicht um mich. Hör zu, ich sag dir alles, versprochen. Aber erst, wenn Esther in Sicherheit ist. Soll ich etwa die Wälder nach ihr absuchen? Ich weiß, wo sie festhalten, aber niemand hilft mir. Und was kann ich schon gegen diese finsteren Schurken ausrichten? Ich rette Esther. Na schön. Ich bringe dir deine Esther zurück. Ehrlich? Ja, aber dann musst du mir alles erzählen. Ich schwöre bei Gott, bring sie mir einfach zurück. Alles andere ist unwichtig. Wo wird sie festgehalten? In den Hügeln bei Scarlets. In der Nähe der Minen gibt es verlassene Hütten. Dort habe ich sie das letzte Mal gesehen. Ich hatte darauf bestanden, dass sie mich zu ihr lassen. Dann gehe ich dorthin und lasse mir etwas einfallen. Du bist mein Retter. Freu dich nicht zu früh. Wer weiß, was geschehen wird. Aha. Spiel gespeichert, okay. Dann denke ich, werde ich hier auch erstmal einen Schnitt machen. Dann werden wir beim nächsten Mal die Jungfer in Nöten retten, die hier oben ist. Ja gut, können wir dann wieder hin quick traveln, also zumindest bis da. Na ja, weil der Wald schon ziemlich scheiße ist. Wahrscheinlich ist es besser, nach da zu quick traveln und dann einfach runterzulaufen. Gut, ja, schauen wir uns dann beim nächsten Mal weiter an. Also, bis denne!